Als nächstes möchte ich Frau Martina Löw begrüßen. Sie ist eine renommierte deutsche Soziologin und nach einer Reihe von Stationen hier an der TU Professorin für Architektur und Planungssoziologie. Das heißt also, sie ist eigentlich genau die Fachfrau in diesem Feld, die wir brauchen. Herzlich willkommen, Martina Löw. Herzlichen Dank. Ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen, wie verändert sich der soziale Sinn des Wohnens? Und ich werde das tun, indem ich eine zweite Frage stelle, nämlich wie verändert sich eigentlich das Verhältnis der Menschen zu ihren Räumen? Wenn ich das vortrage, dann sind das erste Ergebnisse eines Sonderforschungsbereichs zum Thema Refiguration von Raum, der in Berlin eingerichtet wurde. Es ist eine Gemeinschaftsforschungseinrichtung der Technischen Universität, der Humboldt-Universität und der Freien Universität. Und wir alle gemeinsam arbeiten interdisziplinär an der Frage, was heißt es eigentlich heute, über Raumbezüge nachzudenken in einer Zeit, wo wir auf eine starke Globalisierungsdynamik, auf starke Mobilisierungstendenzen, Mobilitätstendenzen und natürlich auf Mediatisierung schauen. Ich möchte anfangen mit Kindheit. Bis in die 70er Jahre hinein war es ganz einfach für die Forscherinnen und Forscher nachzuzeichnen, wie Kinder aufwachsen. Nämlich das modellhaft Dargestellte ist, sie erweitern ihren Lebensraum in konzentrisch immer größer werdenden Kreisen. Also am Anfang steht die Wohnung oder das Haus, dann lernt man so langsam die Straße kennen, das Wohnumfeld, den Wohnort und erobert sich so die Welt. Und wenn Sie Kinder gefragt haben, dann haben sie auch so ähnlich das aufgezeichnet. Also da war die eigene Wohnung, das Haus, das Dorf, die Nachbarschaft und so. Und je älter die wurden, desto größer wurde das Bild, das sie gezeichnet haben. Wenn Sie heute Kindern auffordern, ihre Räume zu zeichnen, dann sieht das eher aus wie auf dem rechten Bild. Sie malen einzelne Inseln, die ich jetzt miteinander verbunden habe, aber die häufig sehr individuell und sehr vage verbunden sind und manchmal auch in den Zeichnungen der Kinder überhaupt nicht verbunden sind. Das heißt, was sich verändert hat, ist im Wesentlichen, dass Kinder heute nicht mehr die Erfahrung machen, dass sie in einem sie umgebenden Raum aufwachsen, sondern Raum für sie als etwas erfahren wird, was sich aus einzelnen Stücken zusammensetzt, die mehr oder weniger lose verknüpft sind. Und das ist wirklich eine epochenhafte Veränderung. Also dass Menschen, die über ganz lange Zeit, also sprich in der Moderne, das Gefühl entwickelt haben, dass sie in einem Raum situiert sind, das verändert sich dahingegen, dass sie Räume als etwas wahrnehmen, was a. in der Vielfalt auftaucht und b. als etwas auftaucht, was wie Stücke das eigene Leben strukturiert, aber nicht wie ein Raum, in dem sie existieren. Das zeigt sich übrigens auch auf der Ebene nationalstaatlicher Entwicklung. Also wenn wir heute häufig darüber nachdenken, inwieweit der Nationalstaat als ein geschlossenes Territorium für uns noch die richtungsweisende räumlich-politische Idee ist, dann finden Sie in dieser Debatte genau diese zwei Positionen auch. Die einen, die sagen, ja, dieser umgrenzende Raum ist der Raum, der uns Sicherheit und Freiheit gibt. Und die anderen sagen, nein, wir können uns heute Raumaneignung nur noch als einen global vernetzten Prozess vorstellen. Und Grenzen müssen eher flach gehalten werden, als stark gemacht werden. Das heißt, wir haben sowohl auf einer Makroebene eine Veränderung im Verhältnis der Menschen zu Raum, als auch im Mikrobereich des Aufwachsens und der sehr grundlegenden Erfahrung, wie ist eigentlich mein Raum, wie sind eigentlich meine Räume. Und es ist naheliegend, dass
diese Art von Entwicklung nicht am Wohnen vorbeigeht, was ja traditionell einer dieser Räume ist, den wir sehr stark als umgebenden, behälterförmigen Raum wahrgenommen haben. Ich möchte Sie noch auf eine weitere Entwicklung aufmerksam machen. Wir gewöhnen uns langsam daran, dass unser Agieren in Räumen nicht nur in Bezug auf die materiell uns umgebenden Räume geschieht, sondern auch relational zu externen Räumen, von denen aus wir beobachtet werden. So ist es zum Beispiel zunehmend so, dass Schulhöfe videoüberwacht werden. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Kinder, die sowieso schon in einer vernetzten Raumstruktur aufwachsen, erleben eine Situation wie auf dem Schulhof nicht nur als eine Situation eines Territoriums, in dem sie dann in konflikthaften oder freundschaftlichen Auseinandersetzungen mit anderen Kindern und Jugendlichen agieren, sondern auch als eine Situation, wo sie gleichzeitig darüber nachdenken, wie sie von einem externen Standpunkt aus bei dem Handeln in der Pause überwacht, beobachtet werden. Das heißt, es gibt eine Referenz auf einen externen Bezugspunkt, wenn man sich dabei noch berücksichtigt, dass die Kids auch noch über das Smartphone mit Freunden außerhalb des Schulhofs, manchmal außerhalb des Landes gleichzeitig kommunizieren, dann gewinnt man eine Ahnung davon, wie komplex Raumaneignung, Raumkonstitution heute geworden ist. Und es gibt noch eine weitere Dimension, über die nachgedacht wird. Fast alle Studien zeigen, dass sich durch den massenhaften Gebrauch von Navigationssystemen das Orientierungsvermögen verändert. Das ist, glaube ich, mittlerweile keine Frage mehr, ob es vielleicht doch auch Orientierungsvermögen fördert oder so. Es entsteht über diese Art der Mediennutzung ein anderes Verhältnis. In Bezug darauf, wie ich mich in Räumen orientiere. Die Hersteller von Navigationssystemen reagieren jetzt darauf und versuchen eben das Rathaus nicht nur als Symbol, sondern möglichst originalgetreu nachzubilden, die Schule, die Kirche und so weiter. Aber eines müssen wir uns klar machen, auch das mag wieder einen neuen Layer über Orientierungsvermögen legen. Es wird nicht das alte Orientierungsvermögen sein, mit dem Kinder und Jugendliche, aber letztendlich dann auch wir als Erwachsene aufwachsen oder umgehen. Das heißt, wofür ich Sie sensibilisieren möchte, ist etwas, was wir in der soziologischen Fachsprache als die Polykontextualisierung oder Polykontextualität des Handelns bezeichnen. Damit gemeint ist, dass mehr Kontexte in einer Handlungssituation relevant gemacht werden, als wir das in noch vor wenigen Jahrzehnten wissenschaftlich beobachten können. Das kann man zum Beispiel sehr gut am Verhältnis von privat und öffentlich darlegen. Privat und öffentlich funktioniert nicht mehr sehr gut als ein räumliches Trennungsprinzip. Es war immer ein komplexes Verhältnis, aber es war lange Zeit ein Verhältnis, das wir durchaus einer Differenzierung in Räumen, innen und außen, privat und rausgehen in den öffentlichen Raum festmachen können. Heute ist es viel stärker so, dass Räume als privat definiert werden, selbst wenn sie vom Charakter her öffentlich sind oder umgekehrt Räume, die wir zunächst privat denken, wie Wohnungen, starke öffentliche Anteile haben, wenn ich zum Beispiel aus meiner Wohnung übertrage in neue Medien, wenn ich die Wohnung öffne für Aktivitäten, die eigentlich als öffentlich betrachtet werden. Prinzipiell sind wir in der Forschung im Moment an einem Punkt, wo wir sagen können, wir wissen ganz sicher, dass sich das Verhältnis der Menschen ungefähr seit 1970 systematisch verändert hat.
Das können wir zeigen über diese ganzen Studien zu Globalisierung, zu Mediennutzung. Das Interessante ist, wir wissen ganz wenig darüber, welches Verhältnis Menschen denn heute zu ihren Räumen haben. Wenn Sie sich die Forschungsliteratur angucken, dann wird immer viel darüber gesprochen. Alternativ zum Behälterraum gibt es heute Netzwerke, Raumerfahrungen. Es gibt irgendwie Überlagerungserfahrungen. Aber wie beschreiben wir eigentlich heute unseren Raum? In Interviews ist das schwer zu erfragen. Früher haben die Menschen gesagt, Raum ist sowas wie eine Kiste, ein Behälter, etwas, was mich umschließt. Heute sagen sie, das ist es ganz sicher nicht, aber was es ist, weiß ich selbst nicht. Das heißt, wir haben noch keine kollektive Vorstellung davon, welche Raumformen eigentlich heute tragend sind. Sind es Bahnenräume? Sind es Orte? Sind es tatsächlich Netzwerk, Raumstrukturen, ist es alles gleichzeitig, wie verhalten sich die Räume zueinander? Und all diese Fragen sind so wichtig, weil zum Beispiel auf der Ebene von Wohnen es entscheidend ist, wenn sich die Erwartung an die Wohnung nicht mehr darauf zurückführen lässt, dass sie das umschließende Gefäß ist, dann müssen wir genau an dieser Stelle bei den Menschen ansetzen und verstehen, was passiert. Was wir wissen, dass passiert, ist, Menschen agieren translokaler. Das hat natürlich auch viel mit Mobilitätsdynamiken zu tun. Auch das hat viel mit Mediennutzung zu tun. Wenn man ein Jahr in den USA ist, ist man nicht mehr darauf angewiesen, dass 4 Wochen später eine Zeitung auftaucht und man sich einmal im halben Jahr ein Ferngespräch leisten kann, sondern man skypt ständig nach Hause. Das heißt, Räume überlagern sich, beziehen sich neu aufeinander. Das hat interessanterweise zur Folge, dass Orte wichtiger werden. Man hat zunächst gedacht, diese Entwicklungen führen dazu, dass Orte an Bedeutung verlieren. Aber was faktisch passiert ist, ist, dass wir heute sehr viel selbstverständlicher wissen, dass Orte nicht einfach da sind, also sozusagen in dem uns umgebenden Raum enthalten sind, sondern dass Orte etwas sind, was wir schaffen müssen. Das heißt, es hat so etwas stattgefunden wie eine Entnaturalisierung von Orten und damit auch ein Bedeutungsgewinn von Orten. Ich habe Ihnen die Stolpersteine als eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, auf die Projektionsfläche geworfen, weil diese Stolpersteine für viele Menschen ein Punkt sind, an dem sie immer sich mit anderen Orten verbunden fühlen, also über den eigenen Ort reflektieren, aber gleichzeitig imaginäre Bezüge aufbauen. Für viele ist es Jerusalem, der quasi einen transnationalen Verbindungspunkt darstellt. Was sich auch verändert, ist, dass der öffentliche Raum wichtiger wird. Und zwar vor allem durch eine Dynamik. Menschen, je jünger, desto häufiger, sitzen nicht mehr so häufig vor dem Fernsehen, sondern bewegen sich mit ihren mobilen Endgeräten durch die Stadt. Das heißt, das, was vorher Fernsehen war, zu Hause im Privaten, ist heute häufig Bildschirmgucken im öffentlichen Raum. In manchen Städten wird schon mit so Smartphone-Lanes darauf reagiert. Ob sich das durchsetzen wird, wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, wer hätte das bei den Fahrradwegen gedacht? Insofern werden wir mal schauen. Also, kurzum, was heißt es, Wohnungen zu bauen für Menschen mit einem komplexeren Raumwissen? Und darum geht es ja im Kern. Also, was ich versucht habe zu beschreiben in wenigen Worten, ist, dass unser Raumwissen komplexer geworden ist. Die alte Figur des Umgebungsraums ist ja nicht verloren gegangen, aber neben sie, zwischen sie und über sie schieben sich neue Raumwahrnehmungsformen, neue Orientierungsformen. Und darauf zu reagieren im Wohnungsmarkt ist natürlich unheimlich komplex. Vor allem, weil der Prozess noch mitten im Laufen ist. Ich glaube, dass es schon was
eben auch Herr Kaltenbrunner gesagt hat, ein wichtiger Punkt ist, über den man nachdenken muss, ist, gerade wenn Raumnutzung so komplex ist, müssen die Wohnungsstrukturen so neutral sein, dass mit ihnen vieles möglich ist. Ich glaube auch, dass wir natürlich zunehmend über diesen Punkt Vernetzung im Haus nachdenken müssen. Also Generationen, die so eng mit Mediengebrauch verbunden sind, werden diesen Mediengebrauch auch in die Wohnung einschreiben. Ich glaube, das ist ohne Frage. Allerdings passieren die erstaunlichsten Dinge. Songdo zum Beispiel, die erste Smart City, die wir haben in Südkorea, hat eine durchgängige Digitalisierung des Wohnraums eingeführt. Die Idee von Bildschirmen in allen Wohnungen war zum Beispiel, die Energiekosten zu senken, dadurch, dass jeder nicht nur seinen Energieverbrauch, sondern auch den der Nachbarn auf dem Bildschirm sieht und dann drauf guckt und sagt, oh je, ich war schon wieder derjenige, der am meisten verbraucht hat. Was ist passiert? Diese Seite wird kaum aufgerufen, aber die Frauen nutzen die Monitore, um Schminktipps auszutauschen im Haus. Und es entsteht eine ganz neue Form von nachbarschaftlicher Hilfe oder Begegnung über diese Digitalisierung. Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist die Öffnung hin zum öffentlichen Raum im Wohnen, dass wir das selbst zum Thema machen. Ich glaube aber, in einer Situation, wo sich so vieles verändert, wir aber diese Veränderung tatsächlich noch nicht adäquat beschreiben können, braucht es Neugierde und natürlich Vorsicht. Und damit noch mal ganz kurz zu Songdo. Das ist eine Polderstadt, ganz neu aufgeschüttete das Wohngebiet in der Nähe von Incheon, entwickelt von einem Immobilieninvestor, Gale Immobilien, zusammen mit Cisco. Und diese Art von Strukturen sind natürlich nur dadurch möglich, dass alle Daten zusammenlaufen in einem Kontrollzentrum. Das heißt, wenn ich sage Digitalisierung der Wohnung, ja, dann aber gleichzeitig mit Vorsicht, weil aus solchen Beispielen heraus kann man lernen, welche Probleme entstehen können, wenn Sie die Daten nicht in erster Linie in der öffentlichen Hand haben, sondern bei einem privaten Investor und bei einem international agierenden Elektronikunternehmen wie Cisco. Alle privaten Daten aus Songdo, alle Schminktipps, alle Kriminalitäten, alles, alle Kinobesuche, alle Bankgeschäfte und so weiter. Also Fazit. Menschen ziehen jetzt in Wohnungen mit der Erfahrung und der Praxis transnationaler Vernetzung, mit einer Platzierungspraxis, die von der Raumnutzung her polykontextural ist, mit einer gestiegenen Ortserwartung, weil Orte für sie bedeutsamer werden. Also die Wohnung ist weniger sowas wie ein Shelter, wie ein Rückzugsort, mehr auch eine Servicestation und mehr oder stärker mit Identifikation aufgeladen. Sie ziehen in die Wohnung mit einer sich wandelnden Orientierungsfähigkeit im Raum, vor allem aber mit einer langsam schwindenden, sich zumindest stark verändernden Idee davon, dass Raum noch so etwas ist wie ein umschließender Behälter. Und das sind wirklich grundlegende Veränderungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.